Hier zeige ich Ihnen einen kleinen Trick, wie man im Apple-Betriebssystem Ordner duplizieren oder kopieren kann. Wenn ich jetzt einfach diesen Ordner anwähle und sage duplizieren, dann hängt es ja immer das Wort Kopie an. Einfacher geht das, aber das geht nur, wenn es Zahlen hat, wenn Sie die Alt-Taste drücken und diesen Ordner verschieben. 2, 3, 4. Also es wird automatisch nummeriert. Geht übrigens auch, wenn ich Jahreszahlenordner habe. 15, 16, 17. Was ich leider nicht geschafft habe, ist, wenn ich ein Underline habe, da macht es eine Zahl 2 dahinter. Da geht es nicht. Aber wenn Sie mit Jahreszahlen oder normalen Zahlen arbeiten, einfach die Alt-Taste gedrückt halten, den Ordner, ja, nehmen wir einen richtigen, den Ordner rüberziehen und das gibt jetzt automatisch den Ordner 5. Wieder ein kleiner, aber sicher hilfreicher Trick.